Recht herzlich willkommen zur, ja, keine Ahnung, 100, weiß ich jetzt nicht auswendig, 100, egal, neuen Folge von City Skylines. Ja, wir sind drinne, wir haben letztes Mal noch ein paar Felder freigemacht hier für die Wirtschaft. Oh, jetzt brauchen wir ja ganz dringend was für den Kommerz. Okay, dann werden wir das mal schnell in den Angriff nehmen. Wenn der Kommerz so viel kommen möchte, dann muss man das doch auch machen, ne? Da ist noch was. Da auch. So, dann können die da auch wachsen. Hier in unserer Innenstadt sozusagen. Passt, oder? Ja, komm, ziehen wir hier noch ein bisschen durch. So, dann sollte das auch reichen. 15.000. Oh, Stufe machen wir mal schneller. Weil wir wollen ja von den Miesen runterkommen. Und da brauchen wir verdammt viel Zeit. Und da war unsere Straßenbahn. Wir müssten jetzt eigentlich recherchieren, wo unsere Probleme erstmal sind, ne? Also strommäßig sind wir gut unterwegs erstmal. Jetzt lassen wir gerade hier nochmal gucken. Das ist angeschlossen, läuft. Geht da lang, geht da lang. Das geht auch da lang. Das ist jetzt auch angeschlossen. Hier ist auch durch angeschlossen. Ja, hier geht es leider nicht rüber. Kriegen wir dann nicht mehr hin. Da waren ja keine Flächen, die man noch bebauen kann, wirklich, ne? Na, ich glaube, das ist schon, obwohl da könnte man noch einen kleinen Tacken daneben setzen. Aber hier, ja, obwohl das vielleicht ein bisschen weiter rüber. Die wollen auch gerade hier sowieso ein paar Flächen haben. Hier können wir ein bisschen zubauen noch. Wo fangen wir da an? Das ist die Frage, ne? Hier mitten rein, ne? So. Gucken, ob die da hinbauen, ne? Glaube, das bringt nichts, aber machen wir trotzdem mal gerade was hin. Da wächst einer gerade, da kommt einer. Gut, aber dann ist auch wieder unten der Balken fast weg. Gut, dann gucken wir weiter. Das war auch industrietechnisch sozusagen, ne? Bürogebäude. Qualifizierte Arbeitskräfte sind dann da verlangt. Gut, es fällt gerade hier wieder runter. 10.000 ist nicht viel, ne? Wäre schon schön, wenn das ein bisschen mehr wird. Gut, wir gucken mal hier weiter erstmal. Stromtechnisch hatten wir ja schon geguckt eigentlich. Der Balken setzt sich aber immer weiter runter. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir irgendwann wieder was aktivieren dafür. Ich denke, da machen wir als erstes, obwohl die Offshore-Anlage war relativ teuer, ne? Die kostet 200. Aber ist die Frage, wie viel Strom die liefert. Ob das teuer oder billig ist. Entschuldigung. So, gucken wir weiter. Ja, Wasser ist zwar alles schön und gut, ne? Bringt uns aber auch nicht so wirklich weiter, weil wir können ja auch keine Leitungen mehr bauen. Hier müssten wir zum Beispiel eine Leitung bauen, damit die zufrieden sind, ne? Ist aber halt nicht so. Der Müll, ja, das ist hier. Da müssen wir gucken, dass wir vielleicht. Hier hatten wir ja auch ein Verkehrsproblem, ne? Oh, das ist wieder da. Ja. Warte mal, das war hier. Hier stehen sie schon wieder Schlange. Warum stehen sie hier Schlange? Hier geht es irgendwie nicht weiter wieder. Das ist eine Sackgasse, ist klar.
Kreuzung brauchen wir, Stoppstraße links, rechts. Und warum? Weil die können da nicht rein. Oh. Was soll der Kappes denn jetzt wieder hier dann? Einbahnstraßenmäßig was machen? Aber können wir nicht ändern. Müsste man eigentlich so einbahnstraßenmäßig was machen? Oh Mann, ey. Ich glaube, das löst sich dann nur von alleine aus, ne? Kann das sein? Also hier ist ja schon mal ziemlich egal. Die wollen alle da rein. Und wie geht's hier dann weiter? Wahrscheinlich wollen die alle nach links. Aber warum? Hier ist doch nichts. Und dann wollen die wahrscheinlich nach da, oder? Ach so, wir können ja mal. Geht jetzt nicht anzuklicken oder was? Routen. Und der will wieder weg. Die wollen alle rausfahren hier. Und so, jetzt haben wir irgendwie den ganzen Block angeklickt oder was? Ist ja auch nicht verkehrt, einen ganzen Block zu haben. Wie ist denn hier die? Warte mal, dann machen wir das doch mal andersrum gerade. Bringt das was? Glaube, das bringt was. Jetzt möchte der da natürlich rum. Können wir auch eine abknickende Vorfahrtsstraße machen. Und hier lassen wir es so. Wichtig ist, dass hier immer welche wegfahren können auch, ne? Vor allem, das ist eine zweispurige Straße, wird aber nur einspurig genutzt. Das bringt doch dann nichts. Jetzt sind da wieder zwei weggefahren, einer da. Ich glaube, diese hier, ne, die sind alle stillzulegen am besten. Dieses hier. Den hier, der ist ja jetzt sogar tatsächlich ausmachbar, ne? Also ausmachbar. Tolle Antwort. Nee. Den schalten wir jetzt aus. Der ist schon aus. Und der wird entleert. Gut, und dann? Das bringt mir jetzt gar nichts. Andere Ansicht bitte. Hier geht der Straßenfluss so, da geht der Straßenfluss so. Die meisten wollen alle hier. Komisch, ne? Eigentlich muss man dann diese Straße hier schließen, ne, oder? Kann man dann ein Stück entfernen, ohne dass wir da. Doch, das kann man. Machen wir auch. Jetzt fahren die da alle weg. Keiner will hier mehr gleich rum, oder doch? Warte mal, dann können wir das Stück definitiv auch entfernen, ne? Oh, die stellen sich da wieder an, auch schön. Gut, wenn die dann mal weg sind. Ach, die fahren da alle noch im Kreis rum und drehen, oder was? Finde ich cool, oder? Hier vorne läuft es jetzt aber dadurch wieder, ne? Es kommen immer noch welche, die da drehen und da hinten sich anschließen.
So, jetzt haben wir das auch noch weg. Kostet uns dann auch weniger Geld da, das Stück weniger Straße, macht ja auch Sinn. So, das gleiche in Grün haben wir hier, ne? Würde ich auch hier irgendwie entfernen wollen. Haben wir das da gemacht, haben wir da entfernt. Zack, weg. Bringt so nichts. Die drehen alle um und fahren woanders lang. Und das ist jetzt die einzigste Straße dann. Da passt das mit den Stoppstraßen da auch. So, wollen wir hoffen, dass das jetzt ist. Ist jetzt ein Abknicken, ne? Der muss darüber. Da ist sogar ein Trecker hier. Okay. Also auf jeden Fall kommt hier wieder Fließgeschwindigkeit auf. Das ist schon mal gut. Wie sieht es weiter hinten aus? Okay, die müssen noch wegfahren, ist klar. Das sind die einzigsten überhaupt. Warte mal, hier können wir noch mal einen wegmachen, weil das brauchen wir dann doch nicht. Das kostet auch nur Geld, das Stück. Geld liegt bei 12.000, das ist schon mal schön. Und wenn wir schon dabei sind, ne? Das hier braucht kein Mensch, kostet nur Geld. Das brauchen wir. Das wäre komplett weg dann. Okay. Ich mache mal hier unten hin, damit ich nicht aus Versehen klicke und wieder irgendwo eine Straße verschwunden ist. Diese Straße macht gar keinen Sinn. Genauso wie die. Da fahren zwar komischerweise welche rein, aber wofür, weiß keiner. Zum Drehen, ne? Ja, dann lass die mal hier zum Drehen da drin. Warte mal, die kommen alle und fahren wieder rum, ne, oder? Ja, das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ich weiß aber nicht, warum die kommen die und drehen die. Das ist die Frage. Mach mal hier den wieder an. Ne. Den Bagger aus erstmal. Dann die Route an und dann die Route hier hin. Die kommen von da, fahren da. Ach so, da zur Müllverbrennungsanlage geht's dann. Alles klar. Und dann müssen die da drehen. Gut. Warum der da jetzt reingefahren ist, weiß zwar keiner, aber okay. Okay, das macht dann ja Sinn, ne? Weil ich glaube, so direkt drehen dürfen die nicht, oder was? Gut, okay. Ist das auch geklärt? Stau wird weniger. Da auf der Brücke ist noch genug Verkehr da. Von hinten raus wird es wohl noch dauern, aber insgesamt löst sich das da auch mehr auf. Der hier ist die Räumung beendet. Den machen wir mal aus. Ich weiß gar nicht, wie es überhaupt unser Müllproblem gerade im Angriff reicht noch. Dicke. Hier wird geräumt. Und es wenn aus. Ne, doch, der blinkt auch rot. Der hier machen wir aus. Der machen wir aus. Dann sind auch weniger Müllwagen unterwegs, will ich hoffen. Müllverbrennungsstatus ist zurückgehend, also das bräuchten wir mehr. Da sind wir ausgelastet. Hier jetzt irgendwo noch welche, die wir ausmachen können? Ich glaube nicht, ne? Was ist das? Geräumt? Kein Platz mehr. Das heißt, da müssen wir räumen. Oh, hier ist auch so einer. Hier ist alles gut. Das passt. Die sind aus.
Die meisten werden geräumt, ne? Gebäude leert sich. Wir haben gar keine groß, die funktionieren, oder? Jo. Die jetzt noch funktioniert, und dieser hier, das ist der einzige, der läuft. Die anderen werden gerade geleert. Naja. Aber läuft halt erstmal, ne? Sagen wir es mal so, oder? Der Stau ist jetzt weg, dadurch, dass wir diese zwei Straßen gekappt haben. War ja vielleicht nicht verkehrt. Das war das Problem, dass die immer im Kreis gefahren sind. Gut. Das wird gerade schlecht. Ganz schlecht. Personen kommen mehr. Unsere Zahl beim Dingens geht runter. Das ist nicht gut. Da müssen wir dann dran arbeiten, dass wir dann wieder mehr Plus kriegen. Das ist ganz wichtig, dass das im Plus bleibt. Gut, okay, aber ich denke mal, das machen wir dann weiter in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.